Wir haben heute die Aufgabe, aus einem Schaubild eine Funktionsgleichung herzuleiten, und zwar aus dem Schaubild einer Logarithmusfunktion, die allgemein lautet y gleich a mal ln von x minus b oder x plus b. Wir haben also zwei Koeffizienten in der Funktionsgleichung, die wir aus der Grafik herleiten müssen. Was sich hier anbietet, wenn wir daran denken, wie Logarithmusfunktionen aussehen, die haben meistens eine senkrechte Asymptote, hier normalerweise bei 0, also bei der y-Achse. Hier in unserem Beispiel dieser Funktion ist diese senkrechte Asymptote zu minus 3 verschoben. Das heißt, wir können direkt unser b erkennen. Unser b muss nach links verschoben, ist plus 3, also ist b gleich 3. Des Weiteren können wir aus der Funktion zwei Punkte entnehmen. Einmal den Punkt P02. Und zum zweiten den Punkt minus 2, 0. Mal Q nennen. Einen von diesen Punkten kann ich jetzt in die Funktion einsetzen, die x-Koordinate für das x und die y-Koordinate für das y. Da wir ja wissen, dass der ln 1 0 ist, ist es gefährlich jetzt, diesen Punkt Q einzusetzen, denn wir bekämen dann in der Klammer minus 2 plus 3 gleich 1 und ln 1 ist 0, also würde da rauskommen 0 gleich 0. Mit dem Punkt Q können wir also hier nichts anfangen und es bietet sich an, den anderen Punkt zu nehmen. Wir setzen also den Punkt P mit 0 und 2 in die Funktionsgleichung ein, ergibt 2 gleich a mal ln 0 minus 3. Da habe ich einen Fehler gemacht, das müsste eigentlich 0 minus minus 3. Kann ich ausschneiden, einfach nochmal noch genau an der Stelle weitermachen. Es ergibt sich a mal ln 3. Aufgelöst nach a. Geteilt durch ln 3 ergibt sich 2 durch ln 3 gleich a. Und somit haben wir auch den zweiten Koeffizienten der Funktion ermittelt und können unsere Funktion jetzt aufschreiben. Sie lautet y gleich 2 durch ln 3 mal x plus 3. Das war's.